Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und da auch gleich mal die Musik anschalten und erstmal verletzen, das ist wichtig. Was wollte ich machen? Ich wollte das Dach weiterbauen und ich wollte was erzählen. Und zwar das Thema der letzten Folge. Oh, Fledermaus. Hallo Batman. Batman. War ja lustige Real-Life-Stories. Und da ist auch gleich ein aktuelles Geschehnis. Was ich das machen will, ist, Moment, Musik und Sounds. Das generell Bild runterstellen. Das wird jetzt immer noch zu laut. Jetzt ist es passend. Und zwar aktuelles Geschehnis. Vor 2 Tagen war da war ich gerade am Counter-Strike spielen, also Counter-Strike Global Offensive habe ich gerade gespielt. Abwechselnd mit meinem Kollegen, Kumpel, ihr wisst schon. Da wollten wir gerade das Spiel schließen und auf YouTube gehen. Und genau dann ist mein PC abgeschmiert, weil er überhitzt war. Natürlich sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den PC zu retten, aufgeschraubt, dann Staubsauger geholt, dann Wattestäbchen zum genaueren rauswischen und Wasser und Schraubenzieher, alles Mögliche. Und dann standen wir zwei an dem Rechner dran und haben Art Arzt gespielt und dann immer gerufen: Schraubenzieher, hier, Schraubenzieher. Es war relativ witzig. Und jetzt funktioniert mein PC wieder, weil es halt nur an Überhitzung lag, weil es war wirklich an dem Tag schweineheiß. Es war, ja, vor halt, das war genau am, ich glaube, 29. Juni oder so war das. Halt wirklich vor ein paar Tagen. Erst. Ja, es war dann doch schon ordentlicher Schock, wenn einmal der PC ausgeht. Ich dachte schon, da ist irgendwas kaputt. Aber das war dann wieder nur Ärger um nichts. Ende war es, ging es dann wieder glücklich aus und mein PC läuft noch. Das Wetter zurzeit ist aber auch ein wirklich Mord für PCs. Also ab und zu mal ausschalten könnte nicht schaden. Und wir haben auch genau keine Erde mehr, das ist auch fantastisch. Doch, wir haben noch welche. Die Musik. Und dann bauen wir einfach mal kurz den Weizen ab. Moment. Nein. Das geht schon eher. Ich mag mehr so Instrumentalzeug. Ich bräuchte auch ein tonnenweise Bone Meal. Das wäre auch nicht ganz so schlecht. Dann einmal. Bei euch geht's gut, ne? Jawohl. Ja, chillt. Ich bin nicht da. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja. Da ging es doch schon ganz schön ab. Dann wollte ich gucken, wie viele Bücherregale ich schon habe. Habe ich die hier abgelegt, zufällig? Nein, die habe ich nicht abgelegt. Die habe ich drüben wahrscheinlich noch im. Boah, meine Stimme ist auch angekratzt. Alter, ich höre gerade echt gar nichts. Ich muss mal kurz auf meinen Kopfhörer das ein bisschen leise drehen. Boah, also ich höre mich selber gar nicht reden. So meine ich das gerade mit gar nichts. Und wir haben neue Setzlinge. Das heißt, ich kann die mal ganz kurz hierhin pflanzen, denn hier soll ja überall Wald entstehen. Hier ringsrum. Quasi Terraform-Moment. Das sieht noch nicht schön aus. Ja. Vielleicht da noch ein bisschen was weg. Jetzt sieht es auf jeden Fall natürlicher aus. So will ich es auch haben. Ein natürliches Aussehen für meine Umgebung.
So, haben wir hier die Bücherregale? Ne, hier habe ich nur Bücher drin. Ich hatte noch welche gemacht. Oder habe ich jetzt echt schon aufgestellt? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben 6 Bücher, reicht für nicht. Ach, wir hatten kein Holz wahrscheinlich, genau deswegen. Deswegen habe ich keine Regale gebaut. Aber gut, dann werden wir diesen Fehler sogleich beheben. Ach, komm schon, die Maus, die ist zum Kotzen. So, wir haben 2 Regale. Die werde ich auch gleich mal hinstellen. Aufstellen, meine ich. Und dann mal ganz kurz gucken. Ah, da fehlen ja genau 2. Das da ist. Ja, da fehlen noch die ganzen Regale. Schauen wir mal das kurz von oben an. Ich bin fast geneigt, das anders zu bauen. Oder zumindest höher zu bauen. Um das Dach spitzer zu machen. Bin ich sehr geneigt dazu. Haben wir drüben noch Weizen? Das mit dem Weizen ist wirklich eine Qual. Das ist wirklich eine Qual. Bis das Dach ja fertig sein wird, das dauert noch Ewigkeiten. Also die nächsten 50 Folgen wird es noch dauern. Wo ist ja gerade ein Huhn? Weil ich gerade eins gehört habe und ich. Was? Hier ist irgendwo ein Huhn. Und dann nochmal das ganze Weizenzeug raus. Bis das mal alles wächst. Hey, das ist. Oh Mann, das dauert so lang. Ich brauche echt Knochenmehl. Viel mehr Knochenmehl, als ich jetzt zur Zeit habe. Da fehlen noch Treppen. Sehr schön. Hier fehlt noch so viel. Das war hier, ne? Das war genau hier. Die Tür ist zu und wir haben. Ach, Stein haben wir ja da. So, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal kurz Treppen. Weizen haben wir ja bestimmt noch. Jawohl, haben wir aber noch hier drin. Und Treppen gingen so. Das reicht erstmal. Und dann noch mal ganz kurz die Heu-Dinger. Wow, 3 Heuballen. Das ist ja total ergiebig gewesen. Boah, bin ich ja erstaunt über diese Massen an Heuballen. So, dann kommt das da drüber, ne? So. Jetzt haben wir es relativ gleich weit. Relativ. Da fehlt auch noch die ganzen Wände und da fehlt alles noch. Meine Stimme ist stark angeschlagen. Wahrscheinlich werde ich morgen krank werden. Genau zum Abschlussball werde ich krank. Zum 3. Juli, by the way. Nicht wundern, diese Aufnahme ist quasi ist am Donnerstag. Am Freitag ist dann mein Abschlussball. Und am Samstag werdet ihr dieses Video sehen. So, dann passt es ja auch. Die Folge ist gleich zu Ende. Ich werde mal kurz Thumbnail-Bild und so. Ihr wisst Bescheid. So, Thumbnail-Bild. Dann, wir könnten auch das Zuckerrohr mal ernten. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Oh. 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 Da ist der noch Weizen-reif geworden. Und da gleich vor meinen Augen. Sehr schön. Und dann werden wir mal nach hinten gehen und. Oh ja, die erste Reihe, die könnten wir mal machen. Habe ich zufällig gerade Platten dabei? Ach, nein. Ich habe natürlich keine Holzplatten dabei. Sehr schön. Bin ja immer prima vorbereitet auf alles. Und einmal weg das Ganze. Das grüne Zeug. Und mir juckt es am Nacken. So, jetzt nicht mehr.
Was wollte ich tun? Ich wollte hochgehen und jetzt wächst der ganze Weizen, wenn ich keine Zeit habe. Aha, prima. Wir müssen mal ein Dorf suchen langsam. Irgendwann. Nächste Zeit. Oh, zweit. Und dann schlafen wir mal ganz schnell. Gehen noch schnell hier hoch, um ein episches Folgenende zu haben. Und dann würde ich sagen, springen wir in die Mitte. Nur bleiben hier. Und bis zum nächsten Mal von Let's Play Minecraft. Und tschüss.